Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute ist Montag, die Michelle und die Lara sind in der Schule bzw. im Kindergarten. Lara ist wieder im Kindergarten nach sehr, sehr langer Zeit, mal wieder, weil während der Corona-Zeit ist sie die ganze Zeit noch zu Hause gewesen. Und sie hat sich trotzdem gewünscht, dass sie die letzten zwei Wochen auch trotzdem in den Kindergarten geht. Haben wir natürlich auch sie hingebracht. Ja, die Mama gönnt sich gerade einen Bad. Und ich werde jetzt für Mittagessen eine Karottencremesuppe vorbereiten, weil bald ist schon 12 Uhr, muss ich die Kinder abholen und die werden sicher einen riesengroßen Hunger haben. Ich bin schon beim Lara im Kindergarten, ich warte auf sie. Sie wird gerade jetzt rausgebracht. Wir dürfen jetzt nicht mehr rein, sie abzuholen, sondern sie wird rausgebracht. So, und ich bin eigentlich auch sehr gespannt, was sie eigentlich jetzt erzählt, weil sie war auch sehr lange Zeit nicht mehr im Kindergarten und sie hat sich total gefreut. Also heute in der Früh war sie total aufgeregt. Wieder Kindergarten, Freunde treffen. Was hast du? Ich habe aber mein Essen in den Schuhen gegessen. Wieso hast du deine Stiefel nicht angezogen? Meine Stiefel, die waren schon zu klein und die tun an meine Zehen weh. Du bist so schnell gewachsen in dieser Zeit, wo du zu Hause warst, gell? Sogar die Stiefel sind klein geblieben. So, jetzt müssen wir auf die Michelle auch noch warten. Sie ist in circa 5 Minuten auch fertig. Lara, wie war im Kindergarten, Mausi? Einfach gut. Gut? Hat dir Spaß gemacht? Mhm. Hallo, Michelle. Hallo. Alles okay? Ja. So, jetzt fahren wir los. Ich muss jetzt die Kamera ausschalten, weil ich kann nicht filmen und fahren, natürlich. Wir sehen uns zu Hause. Bravo. Hallo auch von mir, meine Lieben. Ich habe genüsslich in der Früh gebadet. Ich habe es echt gebraucht. Ja, irgendwie war der Tag gestern nicht so gut und die Nacht. Deswegen habe ich heute in der Früh, als ich aufgewacht bin, so ein Entspannungsbad gebraucht. Der Baba war so lieb und hat währenddessen schon gekocht. Die Mädels sind auch schon da. Das hat er schon gezeigt. Hier ist Michelle. Wir essen jetzt gleich Suppe. Wo ist der Patrick? Ist der noch mit den Hunden? Mhm. Ah, der ist schon da. Wir werden jetzt gleich zusammen Mittagessen und danach schauen wir mal. Wir müssen dann noch mit noch kurz los, weil ich ein paar T-Shirts brauche. Ich habe aktuell keine T-Shirts mehr, die mir über den Bauch gehen. Deswegen schauen wir mal, vielleicht fahren wir dann auch los. Außerdem braucht die Lara einige Sachen. Die ist jetzt so gewachsen in der Zeit, wo sie nicht im Kindergarten war, dass jetzt ihre Gatschhose ist zu klein, Gummistiefel ist zu klein. Einige Sachen müssen wir jetzt für mich noch holen. Und ja, aber zuerst mal Karottencremesuppe essen. Zeig mal. Sehr lecker, Babi. Wir sind mit dem Mittagessen schon fertig. Wir wollten uns dann gleich auf den Weg machen. Aber vorher muss ich euch was zeigen, weil wir haben nämlich ein neues Paket bekommen. Und zwar für die Doggies, weil wir haben nämlich unser Futter für die Tiere umgestellt. Wir haben jetzt nämlich Pet Secret und das ist mega, mega cool, weil wir bekommen das jetzt nämlich nach Hause geliefert. In so einer Monatsbox von Pet Secret für den kleinen Hund haben wir hier, haben wir mal Trockenfutter. Die lieben dieses Trockenfutter. Ich sag's euch, das geht so schnell weg. Die lieben dieses Trockenfutter von Pet Secret. Dann gibt es ja auch noch so Leckerlis und dann auch so Dental Stars. Das sind so, ja, die Amy, die findet das ganz toll, gell? Und dann gibt es auch so Nassfutter. Zeig euch mal. Das schaut dann so aus. Ich kann auch für euch eins aufmachen. So schaut das dann aus. Gell, Amy? Ist das dein Futter? Ja, und da hinten steht halt immer, das ist mit Rind und einem Kern aus Karotten und Reis. Das ist ein wirklich schonend zubereitetes Essen mit vielen Ballaststoffen, vielen Nährstoffen für die Hunde. Alles, was auch der Hund so braucht, was der Mensch halt so braucht, braucht auch der Hund auch. Steht auch zum Beispiel hier, Biotin ist enthalten, Zink, Inulin, Vitamin B1, also wirklich ganz, ganz toll. Ganz tolles Essen.
Ich bin ein bisschen aus der Puste. Die Schwangerschaft. Auf jeden Fall ist es ein ganz, ganz tolles System, weil man muss sich jetzt nicht mehr zu Tode schleppen. Man kann das nach Hause geliefert bekommen, einmal im Monat, und es ist für euch abgestimmt. Egal, ob ihr jetzt einen großen Hund habt, einen kleinen Hund, eine Katze. Also sie bieten einfach für alle was an, und man bekommt auch so einen Ernährungsplan mit, also einen Fütterungsplan, an den kann man sich dann auch so ein bisschen orientieren, wenn man jetzt nicht so weiß, okay, wie viel soll ich denn meinem Hund füttern oder was wäre der optimale Wert. Und ja, ihr könnt das Ganze mal auch ausprobieren. Ich habe einen Rabattcode für euch, und zwar, sorry, ich bin mega aus der Puste, und zwar mit Diana10 könnt ihr 10% sparen, und dann könnt ihr das mal ausprobieren. Ihr bekommt auch eine Geld-Zurück-Garantie, falls ihr zum Beispiel jetzt nicht zufrieden sein solltet, was ich auch ziemlich cool finde. Und ja, ist einfach ziemlich praktisch. Ich bekomme dann immer so eine Box nach Hause geliefert, muss es nicht mehr unnötig viel schleppen. Es ist ein gutes Futter, es wird wirklich super zubereitet, hat viele Vitamine und Nährstoffe. Was will man mehr? Und die Hunde sind auch total, die lieben das total. Zum Beispiel bei der Emmy merkt man das ganz besonders, finde ich, weil ich habe euch ja immer erzählt, die hat immer so ganz viele Püpse gemacht. Und jetzt ist sie einfach das Essen nicht mehr so hastig. Also sie, weiß ich, sie, durch das, dass sie jetzt nicht mehr so hungrig ist, habe ich das Gefühl, ist sie nicht mehr so hastig beim Essen. Und deswegen hat sie halt keine Blähungen mehr. Natürlich auch zu unserem Vorteil, weil sie hat natürlich durch das hastige Essen sehr, sehr viel Luft mitgeschluckt. Und ja, das ist halt nicht so vorteilhaft. Und ja, ihr geht's gut. Ihr Fell glänzt auch. Wir haben sie jetzt schon einige Wochen haben wir das neue Futter schon, gell? Ja, wie gesagt, falls ihr es auch mal ausprobieren möchtet, in der Infobox ist ein Link. Den einfach anklicken, dann kommt ihr direkt zu Pet Secret, könnt ihr das Ganze mal anschauen. Und nicht vergessen, mit Diana10 könnt ihr 10% sparen. Egal, ob ihr jetzt einen Hund habt oder eine Katze, einfach mal vorbeischauen. Und ich werde die ganze Box jetzt mal ausräumen, wo wir immer unser Essen haben, unser Hundefutter. Unser Essen. Bevor die Amy noch den Karton hier kaputt macht. Na gut, und wenn ich das gemacht habe, werden wir dann uns auf die Socken machen. Ich habe euch ja gesagt, wir müssen nochmal los, ein paar Sachen kaufen. Ja, das machen wir dann. Wir sind schon unterwegs, wir sind im Auto, wie Sie können. Lara und Lisa mützen sich da hinten weg. Müssen wir sie dann bald aufwecken, weil wir sind schon da. Wir wollen jetzt zuerst kurz zum Ikea. Der Papa braucht da irgendwas, irgendeine Teekanne. Und wir wollten so Geschirr noch für die Kinder kaufen. Also so Besteck, nicht Geschirr, Besteck. Und mal schauen, was man noch so braucht beim Ikea, wenn wir so ein bisschen durchstöbern. Ach so. Aber es cool wäre, ein Teppich. Ein Teppich? Ja, der Wohnzimmerteppich ist ja kaputt. Ja, der Teppich, der im Keller ist, was meine ich? Wie der Teppich, der im Keller ist, der gehört ja der Michelle. Ja, aber sie hat ihn nicht, oder? Ja, aber der ist ja zu klein für uns. Also mal schauen. Muss nicht jetzt sein, ein Teppich, aber wäre halt schon cool. Und erst danach schauen wir ein bisschen wegen T-Shirts für mich. Ich habe euch erzählt, dass ich keine T-Shirts mehr habe, die mir über den Bauch gehen. Und aber mal gucken, was wir so finden. Oh, Lisa reitet auf dem Elch. Ist das cool, Lara? Aha. Hier werden alle Spielsachen ausprobiert. Ja, setz dich hin, ja. Die Mädels haben noch ein Teddybär abgestaubt. Ein Baum. Der ist süß, gell? Und jetzt holen wir noch was für den Papa. Der braucht nämlich eine Teekanne. Für meine Cucina. Ist aber im Auto angekommen. Komm. Ja, das muss ich. Schnall dich an und dann gebe ich dir. Wir haben jetzt oben beim Restaurant noch Würstchen geholt, also so Hot Dogs und Pommes. Das ist voll witzig, die packen einen das so an, geben, also ich zeig's euch gleich, also to go. Man nimmt das quasi mit, weil das Restaurant Dings da ist zu. So, schnall dich schon mal an. Mama, Bärlein. Zuerst mal essen, die Mama schon was zum Essen gekauft. Also, das sind die Pommes.
Aber wir essen mal im Auto ganz gemütlich und dann fahren wir, oder? Ich habe hier Mayonnaise, die geben einen die Soßen so mit jetzt. Ja, Mann. Ketchup, wer will Ketchup? Ich, ja, hier, und Senf, schaut mal, voll cool, oder? Jetzt sind wir kurz Sachen einkaufen, ich bin jetzt hier im Deichmann. Ich brauche nämlich Regenstiefel. Ach, oh. Und ich habe für mich auch so ein T-Shirt gekauft, ein langes. Und ja, die Mädels warten hier, wollen Schuhe probieren. Ihr wolltet nur ausziehen. So, ich habe jetzt Gummistiefel gefunden. Komm, Lara, probier mal. Ich laufe mal damit. Ja. Verlaufen. Steck mal rein. Hast du ein bisschen gut oder sind die zu groß? So groß. Okay, dann probier die. Okay. Luisa, du brauchst keine Schatzi, du hast schon Gummistiefel. Ja. Passen mir. Die ist das dein Ernst? Die passen dir? Ja. Na gut, dann nehmen wir die. Willst du dir helfen? Nein. Du musst auch Schuhe probieren? Okay. Der ist schon haben. Probier mal den. Ja, ja. Ha? Probier mal. Zu groß? Zum Abschluss fahren die Kinder noch hier ein kleines Leuchten. Oh, ist es schön? Lise? Sie fahren mit dem Minion. Diese Sachen gingen leider nicht. Ich spiele eine Runde. Nein, nicht. Ich gewinne Sieger der Switch. Ja, genau. Also man schneidet mit dem, oder? Für 1 Euro ein Switch, das ist ja nichts. Na, das Sicherpaket ist sicher leer. Na, ist sicher was drin, aber... Dass du das triffst, ist die Wahrscheinlichkeit ungefähr 1%. Ja, wahrscheinlich. Schau dir mal diese Elsa an, wie sie funktioniert, diese Anna. Die Elsa ist sicher von Excalibur. Schau mal, meine Mädels. Tschüss. Tschüss. Autofahren? Wir sind schon wieder zu Hause. Ich zeige euch schnell, was wir eingekauft haben. Ein paar Kleinigkeiten. Wir waren noch ein Eis essen. Und da habe ich nicht mehr mitgefilmt, weil es war mir zu stressig. Eis, Kamera und Handy und Kinder an der Hand. Und ich habe mich ein bisschen angebadet. Ja, die Michelle ist auch zu Hause und ein bisschen stinkig und müde. Die hat ja jetzt den Fahrradführerschein gemacht. Und jetzt fährt sie hier immer mit ihren Freunden mit dem Fahrrad herum. Ist das cool? Yes. Yes. Aber ich fühle mich extrem Beinschmerzen. Oh. Naja, so ist das. Wir haben Gummistiefel gekauft für die Lara, das habe ich euch gezeigt. Dann beim Primark habe ich mir so ein Pyjama gekauft. Ist ja nicht süß. Mit Minnie Maus. Mit so. Das. Das T-Shirt ist gelb und die Hose ist halt so. Für wen? Für mich. Dann dein, haben wir vom Ikea mitgenommen. Ja, die Beispiele. Dann habe ich mir eine schwarze Leggings noch geholt. Habe ich ihr gesagt, dass ich so bequeme Hosen brauche. Und ein T-Shirt nur. Und das war es eigentlich schon. Ein langes T-Shirt für mich, damit ich auch, ja, was Gutes und Langes zum Anziehen habe. Und morgen habe ich Frauenarzttermin, da werde ich das gleich anziehen. Für die Kleinen haben wir noch mit so Schwedentaler noch so Spielsachen gekauft. So ein Haus, wo man so Sachen reinstecken kann und dieses Holzklopfspiel. Mit dem spielen wir jetzt gerade. Schauen wir mal, was sie machen. Die Luisa zeigt euch, was wir noch gekauft haben im Ikea. Also dieses Haus hier, da kann man diese Figuren, also diese Formen reinstecken. Sehr gut, Luisa. Papa ist auf Toilette. Ja, sehr gut. Ja, das haben wir mit Schwedentalern gekauft. 15 Schwedentaler. Wir werden uns jetzt noch einen schönen Abend machen. Mir geht es übrigens für den Abend relativ gut. Ich bin ja immer so, dass mir ganz am Abend, also so, es ist schon 20 Uhr und mir geht es eigentlich noch relativ gut. Ein bisschen flau ist mir im Magen. Aber mir geht es gut. Diese Auswärts, also dieses Herumgehen hat mir echt gut getan. Aber normalerweise liege ich schon ab 18, 19 Uhr immer im Bett und wälzt mich schon so von links nach rechts, wenn mir so schlecht ist.
Mich merkt, dass mir ein bisschen schlecht ist, aber nicht ganz schlimm. Aber ja, ich werde jetzt nichts mehr essen. Ich werde jetzt wahrscheinlich mich gleich ins Bett legen, mir vielleicht noch einen Tee machen. Und ja, ich werde mich jetzt vom Vlog verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Morgen. Ich habe einen Frauenarzttermin. Bin auf jeden Fall gespannt. Morgen sehen wir das Baby wieder. Gibt es vielleicht noch ein neues Ultraschallbild?